Heute wird es, glaube ich, warm. Und gestern schon zwei Pullover angezogen, weil es so kalt war morgens oder vormittags. Oder relativ frisch war, sagen wir mal so. Und das war auch okay. Heute habe ich zwei Pullover an und ich schwitze. Ich hasse Schwitzen. Ich friere lieber. Guten Morgen, heute ist Sonntag, der 4.10.2015. Lethargiesonntag. Hangover-Time. Nein, Hangover endlich nicht. Weil ich bin ganz normal ins Bett gestern und habe nicht getrunken oder so. Aber sonntags, ihr wisst ja. Und sowieso ist es momentan so. Oh Mann, so bekloppt. Die kleine Linse vom iPhone kennt ihr und irgendwas hat sich da gerade so gespiegelt, dass es so hell war. Und kurzzeitig dachte ich, dass ich da durchgucken kann. Total bescheuert. Oh mein Gott. Ja, gut. Was wollte ich sagen? Achso, momentan ist es so, normalerweise bin ich so allerspätestens um 7 Uhr von allein wach geworden. Also 7 war wirklich schon spät dann. Dann bin ich aufgestanden und mein Hund raus und so. Und das Übliche. Wenn ich laufen gehen wollte, habe ich mir oft einen Wecker gestellt, weil ich ein bisschen früher aufstehe. Und das war auch kein Problem. Momentan ist es so, dass ich mir, wenn ich laufen gehen möchte, den Wecker stelle. Mehr oder weniger wach werde vom Wecker, aber nicht wirklich um 4 Uhr. Ich kriege es nicht wirklich mit, wie ich den ausmache. Und jedenfalls mache ich ihn aus. Und schlafe sofort wieder ein. Oder komme jedenfalls nicht hoch. Keine Ahnung. Und dann werde ich um 7:30 wach. So wie heute. Gestern war es 7:45, glaube ich. Und es nervt mich. Es fühlt sich wie verschlafen an fast für mich. Ist es ja nicht, weil von der Sache her ist es egal. Ich habe vormittags ja noch Zeit eigentlich. Aber irgendwie, das fühlt sich wie verschlafen an. Das ist scheiße. Ich muss da irgendwie wieder zurück zu meiner alten Zeit. Wo die Uhr wird ja wahrscheinlich bald umgestellt. Ne? In Oktober ist es so meistens soweit, oder? Denn haut das wahrscheinlich wieder hin. Aber es. Was ist denn hier los? Mach mal aus. Oh, tat nicht mehr weh. Sehr gut. Jedenfalls fühlt sich das fast wie verschlafen an. Das ist scheiße. Ich mag früh aufstehen. Hat man noch viel vom Tag und kann viel schaffen. Und irgendwie bin ich morgens noch produktiver. Außer wenn es ums Vloggen geht. Dann bin ich morgens langweilig. Wie den Rest des Tages auch. Aber ich gehe nicht später ins Bett als sonst. Bin immer so zwischen 1 und 2 ins Bett gegangen. Ja, ich schlafe wenig. Das weiß ich, aber normalerweise fehlt mir das auch nicht. Wie gesagt, ich bin von alleine wach geworden um 6:30. 7 wirklich spätestens. Allerdings habe ich auf Arbeit auch immer so eine Phase, so zwischen 19:30, 20 Uhr, egal ob Stress ist oder nicht, dass ich total müde werde. Und trinke ich einen Kaffee oder noch besser ist eine Cola eigentlich. Die hilft dann in dem Moment jedenfalls besser. Und dann geht's wieder. Vielleicht sollte ich Winterschlaf halten. Das wäre doch mal was. Los, komm. Ich finde es immer rücksichtslos, wenn Leute... Cookie, kannst du mal wieder auf den Weg kommen? Hier, los. Ich finde es immer rücksichtslos, wenn Leute so wie das Auto gerade auf der Straße stehen. Also auf dem Gehweg mehr oder weniger stehen. Obwohl dahinter noch genug Platz war, dass er noch den Gehweg runter könnte. Nur ist die Zahl der Rollstuhlfahrer hier nicht so groß, dass er da irgendjemand stören könnte. Aber grundsätzlich kann man doch erstmal sich so hinstellen, dass man nicht auf dem Gehweg steht. Als ich noch in Wiesbaden im Hotel gearbeitet habe, hat mein Hotel so ein soziales Projekt unterstützt. Das nannte sich Wiesbaden engagiert. Und da sind Mitarbeiter aus den verschiedenen Unternehmen in
soziale Einrichtungen gegangen oder haben soziale Projekte unterstützt für einen Tag so. Und wir von unserem Hotel sind in eine Schule gegangen für Kinder mit geistiger und körperlicher Behinderung und haben da einen Tag lang geholfen und uns deren Arbeit angeschaut und die so ein bisschen unterstützt. Obwohl unterstützt vielleicht auch das falsche Wort ist, sondern wir haben uns mehr oder weniger angeschaut, mit welchen Problemen die da zu kämpfen haben. Und dann haben uns die Kinder da in so einen Rollstuhl gesetzt und ich habe den halben Tag in dem Rollstuhl da verbracht. Und wir haben dann verschiedene Sachen gemacht, so einkaufen gefahren, durch die Stadt gefahren, einfach so. Und dann sieht man erstmal, mit welchen Problemen Rollstuhlfahrer zu kämpfen haben. Das sind wirklich, selbst abgesenkte Bordsteinkanten sind schon Hindernis, also für mich zumindest gewesen. Also die 10- bis 14-jährigen Kinder, die haben uns ganz schön vorgeführt, die haben uns ganz schön ausgelacht manchmal. Naja, also man sieht erstmal, mit welchen Problemen du zu kämpfen hast. Und wenn dann so Fahrzeuge auf Gehwegen stehen oder halb auf Gehwegen stehen und dann kommst du nicht vorbei mit dem Rollstuhl, ist schon echt ein Problem. Dann kannst du natürlich nicht die Bordsteinkante so einfach runter und auf die Straße und wieder hoch, so wie wir Fußgänger das machen. Sondern im schlimmsten Fall musst du erstmal einen halben Kilometer zurückfahren, bevor du irgendwie wieder einen Übergang findest. Also manchen Straßen und Großstädten ist es ja so bei zweispurigen Straßen und so, ne? Die dann so durch die Stadt führen. Also das, ja, da gibt es schon Probleme. Oder wie rücksichtslos halt manche Menschen noch sind, ne? Also kriegst du, so ein halber Tag im Rollstuhl reicht wirklich schon aus, um mal einen anderen Blick darauf zu kriegen. So, oder solche Gehwege hier. Kein abgesenkter Bordstein. Und in miserablen Zustand.